Ja, hallo zusammen. Einen schönen Samstagabend wünsche ich euch. Heute ist mal ein etwas anderer Stream, um genau zu sein, ein kurzer Infostream. Deswegen hier einfach mal ganz kurz ein super tolles Bild. Das kennt noch keiner. Mit dem wunderbaren Titel Information. deswegen kann ich auch den ganzen anderen Quatsch da drum ausblenden. So. Und zwar wollte ich euch eigentlich nur kurz informieren, also es wird auch heute wirklich nur etwas Kurzes. Ich kann auch gar nicht so lange, weil ich habe jetzt extra dafür einen der Flauschboys nicht aus meinem Zimmer geworfen. Der ist jetzt also hier mit mir eingesperrt und das kann ich natürlich auch nicht ewig machen. Deswegen geht es auch direkt los mit den Infos und zwar wird das heute der erstmal vorerst in Anführungsstrichen letzte Stream werden, zumindest bezüglich, was diese Regelmäßigkeit angeht, jeden Samstag. Und zwar möchte ich gerne, dass meine Streams umgewandelt werden auf eine Art Bonus-Content mit frühzeitiger Ankündigung, also so zum Beispiel 2 bis 4 Wochen vorher wird mitgeteilt, hey, ich streame, tralala. Okay, ich muss mal kurz meine Karte rauslassen. Sekunde. So, okay, also auch wenn jetzt der Flauschboy weg ist, ich mache heute keinen wirklichen Zeichen-Stream, wie gesagt. Also ich habe wie gesagt vor, dass es gerne halt so eine Art Bonus-Content wird, der 2 bis 4 Wochen vorher angekündigt wird. Und dann wird natürlich nicht nur gezeichnet mit so ein bisschen musikalischem Hintergrund und überwiegend meinem Schweigen, wie wir es bisher jetzt so die ganzen Streams über hatten. Ich weiß aber auch noch nicht zum jetzigen Zeitpunkt, was dann wirklich der Inhalt sein wird. Das tüftel ich halt noch aus und wird sicherlich auch abhängig davon sein, was der halt dann der Anlass zu dem Bonus-Stream oder Bonus-Content dann sein wird. Das heißt natürlich auch, dass der Flauschloop, den wir letzte Woche angefangen hatten, nicht während eines Streams fertiggestellt wird, sondern den werde ich offline fertigstellen in den nächsten Tagen und dann so wie gehabt, also wie sonst nach jedem anderen Stream auch, dann natürlich auch mein Social Media als finales Produkt dann posten. Das heißt also, ihr werdet dann auf jeden Fall sehen, was dabei rumgekommen ist. Ihr werdet allerdings dann nicht mehr sehen, wie es denn digital entstanden ist. Entschuldigung. Und für alle, die sich jetzt fragen, so, warum schraubt jetzt die Streams total zurück, obwohl sie auch schon den ganzen Monat lang überhaupt nicht gestreamt hat und überhaupt und bla und ne. Also diese Zwangspause mit dem Monat hatte ich ja schon mal erklärt, was da los war. Und jetzt hatte ich ja ein paar Tage frei, nennen wir es mal so. Und konnte mich entsprechend von dem Grund für die Zwangspause erholen. Und habe auch natürlich dann diese Tage genutzt, um so ein paar Dinge weiter zu planen und so weiter. Also auch, wie das jetzt in 2020 alles leider halt stattgefunden hat alles. Also jetzt nicht nur meine Zwangspause, sondern so generell alles. Also die Conventions sind ausgefallen, andere Aktionen wurden abgeblasen. Unser gesamter Alltag hat sich ein bisschen verändert, was wir natürlich hier im Stream nie groß thematisiert haben, weil ihr solltet euch ja mal schön ein bisschen davon ablenken lassen können. Wie gesagt, dafür habe ich halt ein paar so mir Gedanken gemacht und ich sehe es einfach so, die Art von Content, die ich kreiere, also sprich dieses Zeichnen, ist halt sehr zeitaufwendig und ziemlich aktionslos, also kein Party-Hard etc. Und für das häufige Stream eignet sich das also nicht, also speziell, weil eigentlich zumindest das, was ich selber auch immer als Zuschauer sehe oder beobachte, wenn ich selber andere Streamer zugucke, da ist mehr los, da ist mehr Unterhaltung, das kann ich aber halt mit meinem Content nicht bieten, weil das sind ja meistens noch dann Leute, die irgendwelche Spiele spielen oder andere Aktionen betreiben. Deswegen und ich sag mal so, was halt gut klappen würde, wäre ja, wenn ich natürlich dann eine Quatschrunde draus machen würde, nur wenn ich quatsche, kann ich nicht zeichnen, wenn ich zeichne, kann ich nicht quatschen. Mein Gehirn ist da leider so aufgebaut, von daher, ich halte auch für Multitasking, ich will halt selbst ein PC kann kein Multitask, also von daher. Okay, was auf jeden Fall der Vorteil natürlich dann wäre oder sein wird, wenn halt nur noch so eine terminierten, ich nenne es mal, Special Streams, wie auch immer dann stattfinden werden, ist natürlich, die sind dann nicht zeitlich eingeschränkt auf maximal 3 Stunden oder sowas, sondern können dann sogar 5 oder 8 Stunden oder wenn wir wirklich richtig hardcore gehen, komplette 24 Stunden gehen, wie auch immer. Für mich ist dann auch noch zusätzlich ein persönlicher Vorteil und zwar etwas, was ihr im Nachgang gar nicht mitbekommt.
nach jedem dreistündigen Stream habe ich immer noch mal weiter Zeit investiert, also auch nach, also weit nach 21 Uhr. Besonders auch an den Streams, wo wir sogar nach 22 Uhr gezeichnet haben oder 23 Uhr. Ich durfte den ganzen Spaß erstmal runterladen, dann durfte ich ihn schneiden, dann durfte ich den rendern. Das dauert dann teilweise länger, als der Stream selber gedauert hat. Dann durfte ich es auf YouTube hochladen, damit ich es auf YouTube habe. Für die Leute, die es verpasst haben, einen Teil nicht gucken konnten, weiß der Henker, oder irgendwas pausieren wollen und irgendwelche Schritte nochmal nachvollziehen, wie auch immer. Und das fällt natürlich dann auch für mich in der Regelmäßigkeit weg, sondern würde sich dann nur halt, sag ich mal, einmalig für diesen Sonderbonus-Stream, wie auch immer, dann halt nur noch konzentrieren. Und das ist auf jeden Fall besser handelbar als jede Woche bis morgens um 5 Uhr wach bleiben. gut, mein normaler Takt ist auch eigentlich, ich lege mich morgens um 5 Uhr hin und stehe um 14 Uhr auf oder so. Aber das ist mein natürlicher Takt, aber das ist nicht der mit meiner Arbeit konträr gedreht und daher. Gut. Und natürlich der geilste Vorteil überhaupt, ich kann meiner wöchentlichen Sauna in meinem Kabuff entfliehen. Aber das ist Spaß am Rande eher. Okay, das waren eigentlich so die wichtigsten Informationen, zumindest bezüglich des Streamplans. Also das heißt, es wird nächste Woche oder auch generell jetzt in diesem Monat Juni keinen Stream mehr geben. Wann der nächste sein wird, wie gesagt, kann ich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen. Das wird aber auf jeden Fall in den Social Medias, wie ihr sie hier stehen seht und auch hier unten in dem Frame alle aufgelistet seht, jeweils entsprechend kommuniziert. Ja, also da wird es, wie gesagt, definitiv mehr als frühzeitig dann Informationen geben. Also nicht nur eine Stunde vorher oder wie jetzt aktuell zum Zeitpunkt des Online-Gehens steht auf Twitter dann so ein automatischer Post. Hey Eric! yeah, I have some information but I didn't make them in English, so sorry. Yeah, I'm fine, but I don't stream today. It's just a short stream with some information. I was there last week. Okay, I will continue with my German information and then I try to translate in English, otherwise wait for after the stream and I will post the information in a shorter version on social medias. Okay, wie gesagt, machen wir auf Deutsch weiter. Also ich kann noch nicht sagen, wann der nächste Stream stattfinden wird. Aber wie gesagt, das erfahrt ihr auf jeden Fall noch frühzeitig. Das heißt, auf Twitter, Facebook, Instagram kriegt ihr alles Mögliche daran. Also falls ihr da noch kein Follower seid, klickt gerne dort drauf auf Follow. und zum Schluss wollte ich noch eine kurze Info noch geben, was so die weiteren Pläne in 2020 angeht. Also nur ganz kurz. Und zwar gibt es ja dieses Jahr dann trotzdem noch Conventions. Die Dokomi werde ich entsprechend besuchen, genauso wie die Wimalka, Comic-Con Germany und German Comic-Con, die alle jetzt zu Ende dieses Jahres stattfinden werden, wobei die Dokomi sich von Anfang September und auch auf Ende September verschoben hat. Weitere Conventions gibt es dann erstmal nicht und für 2021 schauen wir mal, wie da die Pläne aussehen, was es für Conventions gibt, wie sich bis dahin die ganzen Situationen ergeben und so weiter. Und was noch ganz interessant vielleicht für den einen oder anderen ist, der beim Stream dabei war, wo ich die Schlüsselanhänge gezeichnet habe. Sie sind da! Die gibt es natürlich entsprechend auf den 4 Conventions zu kaufen. Preislich bin ich noch nicht, also habe ich noch nicht kalkuliert. Die werden auch nicht einfach nur lose verkauft, die kriegt ihr auch in so einem kleinen Tütchen etc. Aber es werden auf jeden Fall faire Preise sein, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Ich habe auch nochmal hier so ein paar Nasum-Bilder von den süßen Anhängern. No. Thank you, Eric. And I'm very sorry. Okay. Und auch noch mal eine kleine Information. Es gibt ja noch einen YouTube-Kanal von mir, wo ich ja, wie gesagt, jede Woche mitten in der Nacht mich darum kümmere, dass der Stream online geht, auch, also als Video. Und da gibt es seit heute auch noch eine Timelapse. Komplett natürlich ohne Kommentar. Musik only.
Und ja, das war eine Zeichnung, die hat 30 Stunden gedauert, ist runtergeschraubt auf 30 Minuten. Also wenn ihr möchtet, viel Spaß, ihr könnt es natürlich auch gerne durchskippen. Okay, Eric, for you. That's a small ad for my YouTube channel. Today was a new video online. It's a time lapse. It's a 30-minute video of a picture which was made within 30 hours. Hi, Han. Ja, ein Kurzstream, wie gesagt, nur ein kurzer Infostream. Für alle, die jetzt erst zugeschaltet haben, weil es wirklich ein sehr, sehr kurzer Stream, ich bin auch schon wieder fast am Ende, ihr könnt das auf YouTube anschauen. Ich denke mal, das werde ich sogar auch heute noch fertig reinpacken. You don't know YouTube? Okay, ich weiß nicht, ob... Moment. Jetzt weiß ich nicht, wo mein... Scheiße. Wo landet's? Ja, natürlich genau da. So, müsste eigentlich... Ich hoffe, mein eigener Bot stoppt das nicht. Okay. So. Genau, also wie gesagt, der heutige Kurzstream, der wahrscheinlich gleich in ein paar Minuten vorbei sein wird, den werde ich heute noch online stellen, und das sollte ziemlich fix gehen. Also für alle, die den Anfang verpasst haben, haltet meinen eben verlinkten YouTube-Kanal kurz im Auge für heute Abend, und dann werdet ihr es nochmal euch anschauen können. Right. 30 minutes for 30 hours. Oh, Han. Okay, ja, wie gesagt, also Han, wenn du gerne mal einen 12-Stunden-Stream sehen möchtest, das kannst du gerne, das wäre nämlich der nächste Punkt, den ich jetzt gleich anhauen würde, auf meinen Social Media als Vorschlag machen, was nämlich so bei diesen, ich sag mal, Special-Streams oder Bonus-Content als gewünschter Inhalt so gemacht werden können wollen würde. Und da wäre halt, wie eben schon erwähnt, natürlich die Möglichkeit, dass man zum Beispiel auch einen 24-Stunden-Stream macht oder irgendwelche Späße oder weiß dahin kam. Wichtig wäre halt nur in dem Fall, als kleiner Disclaimer, ich berücksichtige natürlich nur Vorschläge, die sich in einem generellen legalen Rahmen als auch natürlich in den spezifischen Twitch- und YouTube-Spielregeln befinden. Also ich werde da keine grenzwertigen Aktionen betreiben oder so. Jeder Stream 12 Stunden. Ich glaube nicht. Ja, außer wir machen das vielleicht so zweimal im Jahr. Also zweimal im Jahr streamen und das sind dann 12 Stunden. Wie gesagt, also gerne einfach die Vorschläge raushauen. Ich behalte es auch im Hinterkopf mit den 12 Stunden. Aber da ist natürlich auch wichtig, was soll in den 12 Stunden gemacht werden. Ne? Okay, gut, das war eigentlich, glaube ich, alles, was ich heute mitteilen wollte. Deswegen, also zum Schluss möchte ich mich nochmal bei euch allen für das bisherige Zuschauen, dabei sein, chatten und Followen bedanken. Ihr seid eine super Community und ich freue mich schon, euch beim nächsten Stream wieder begrüßen zu dürfen oder auch natürlich gerne auf irgendwelchen von meinen benutzten Social Media Kanälen. Da könnt ihr mich gerne einfach mal anschreiben oder da irgendwas einfach, was es an Aktionen dann möglich ist, dann entsprechend mal machen. Also, genau, das wäre es eigentlich dann auch schon wieder gewesen. Wie gesagt, ein sehr kurzer Stream. Nochmals vielen, vielen Dank an euch. Bis zum nächsten Mal. Passt gut auf euch auf, ne? Oh, I'm very sorry, Eric. If you want, you can repeat the stream in a few hours on YouTube over and over again. These 15 minutes. So you will never miss my voice whatsoever. Okay.
Oh. I'm very sorry, but that's life. Oh. Okay. I read every comment and I delete every spam comment. That's for sure. Okay. I don't leave you. I'm still here, but not every Saturday anymore. That's the only... Yeah. Only thing. Okay. No. Alles klar. Solange ihr Doppelklick drauf macht, please double click so you unfollow and refollow me. It's everything is okay. Alles klar. Ich bin dann jetzt mal weg, ne? Ah, thank you. No. Again, I'm not completely away. I just don't stream every Saturday from now on. That's the only thing. I will post videos. But not every day. They are more occasionally. For example, the end of this month, there's a new video. It's a very short one, shorter than the stream, but it's a video. So yeah. And I work on my tutorial videos too. So yeah, you will hear my voice again. You will see my drawings on a way or another, social medias, YouTube streams, conventions if you come to Germany. Yeah, and I hope I will optimize my English speaking skills to the next stream. Oh. I know. Okay. Sorry. I have not much to tell. I'm a drawer. I paint some stuff, but you don't need to talk for it, so I can tell you that I draw much, but it's not yet not just something so full of action or very entertaining. Okay, enough talked. Again, thank you very much for watching, listening, chatting, following and everything else. Thank you for your support and we will see us in the next stream, but it's not next Saturday. Okay, wie gesagt, passt auf euch auf, ne? Alles klar. Ciao, ciao!